Forschung für die Zukunft ist eine Initiative der drei Bundesländer Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Uns gibt es einmalig in der gesamten Bundesrepublik unter dieser Firmierung. Also wir haben auch schon eine ganze Reihe von Messen, die wir bestückt haben unter dieser Firmierung und ja, und über die Jahre auch viel Erfahrung sammeln dürfen. Wir haben in diesem Jahr auf der Embedded World von zwei Bundesländern Exponate dabei. Aus Sachsen haben wir die Hochschule Zwickau dabei, die Hochschule Mittweida und aus Sachsen-Anhalt die Otto-von-Guericke-Universität und meine Hochschule, die Hochschule Anhalt. Also wir sind von der Fakultät für Informatik und beschäftigen uns mit Deep Learning, also eine der bekanntesten und erfolgreichsten Methoden der künstlichen Intelligenz. Und wir stellen hier Methoden vor, mit denen man besser verstehen kann, wie künstliche Intelligenz eigentlich funktioniert. Eigentlich komme ich aus dem Laborbereich, kenne die ganzen Probleme und wir haben dadurch immer ein Tool gesucht, mit dem wir ganz mobil Daten vor Ort erfassen können, abspeichern können, sammeln können, einfache Geräte steuern können. Und deshalb haben wir unseren NextCube entwickelt, eine Art Mini-Server, den man ganz einfach ins Labor stellt, sich mit jedem beliebigen Gerät dran connectet, Daten erfassen kann, aufnehmen kann, steuern kann. Digipol oder digitalisierte biotechnologische Produktion von Biopolymeren. Da geht es darum, dass wir aus den regionalen Lebensmittelindustriebetrieben die Reststoffe nehmen oder Abfall und die an Bakterien oder Algen verfüttern. Und da diese Algen und Bakterien produzieren daraus dann Biopolymere. Also Biokunststoff. Im Speziellen ist die Aufgabe unseres Teilprojektes, einen Sensor zu entwickeln, der in den lebenden Zellen detektieren kann, wie viel Biopolymer schon angereichert worden ist. Wir, die Professur Intelligente Maschinensysteme der Hochschule Mittweida und unser Kooperationspartner Komatsu GmbH, stellen an der Embedded World unser Sensorsystem für Spezialbekleidung her. Dieses Sensorsystem misst Vitalwerte des Körpers mit Hilfe von textiler und gedruckter Sensorik. Mein Name ist Rico Herold. Ich bin Professor für digitale Systeme an der Fakultät Elektrotechnik. Und was wir ausstellen, ist heute wieder eine neue Anwendung von Datenbrillen. Wir beschäftigen uns eigentlich schon seit vielen Jahren mit dem kundenspezifischen Hardware-Design von Datenbrillen. Und wir sind mehr oder weniger die Einzigen, die, sage ich mal so, für die spezifischen Anwendungen eine Datenbrille bauen. Das ist ein sehr konkretes Beispiel. Wir haben hier eine Datenbrille gebaut für die Feuerwehr. Das heißt, da kann ich ja keine normale Datenbrille nehmen, die es so gibt, sondern wir entwickeln ja alles selbst, die Optik, die Elektronik, die ganze Mechanik und haben praktisch das so weit integriert, dass eben praktisch die Feuerwehrleute die Maske aufsetzen können und kriegen praktisch hier in den Display ihre Informationen angezeigt. Super, Dankeschön.